Hallo liebe Matzek-Freunde, wir sind hier beim MC Drez, bei einem Landesmeisterschaftsrennen Berlin-Brandenburg. Zusätzlich ist eine europäische offene Klasse ausgeschrieben für alle, die im August bei den MX Masters teilnehmen. Die Klasse war innerhalb von Stunden ausgebucht, volles Fahrerfeld, 50 internationale Masters-Fahrer, Youngster-Cup-Fahrer, Junior-Cup-Fahrer sind heute hier am Start. Und wir begleiten den ganzen Tag Max Spieß, was er so den ganzen Tag macht. Hallo, ich bin Maximilian Spieß, Fahrer für das Funtech Factory Racing Team Madi. Wir sind heute beim MC Drez, ich starte in der Masters-Klasse. Schaut mal, wie mein Tag so aussieht. Training ist geschafft. Max, wie war's? Ja, Strecke ist auf jeden Fall nicht einfach. Tiefe Spuren, auf jeden Fall sehr viel gewässert. Ich bin ganz gut zurechtgekommen und wollte in der letzten Runde euch mal eine setzen, wie ich sonst eigentlich auch mache. Aber die haben leider 10 Sekunden zu früh abgewogen. Der Tour stand noch Zeit, aber die Zielflagge war schon draußen, also konnte ich gleich eine Runde fahren. War, glaube ich, 7. oder so gewesen. Wir werden gleich sehen, was im Zeittraining geht. Jetzt geht es ins Zeittraining, da geht es rum, auf welchen Startplatz Max kommen wird und mal gucken, was draus wird. Training lief nicht ganz wie geplant, hatte am Anfang keinen Rückenmuskel gefunden und dann viele Fahrer in meiner Runde gehabt und nicht wirklich eine gute Runde erfahren. Ja, ist jetzt halt so gewesen, wir müssen Reset drücken und fürs Rennen alles geben. Thank you.
Also, Sand im Rachen, Dreck in den Ohren und warm in der Sauna. Oh, Sommer, ja, ist da. Jetzt hast du es geschafft. Wie ist dein Fazit für heute? Oh, ist auf jeden Fall sehr strong gegen das 450er. Die Strecke ist nicht so viel das Climb-Motor eigentlich gemacht. Ziemlich tief, große Wellen. Oder vier Takt, oder die 450er halt wirklich mehr Leistung hat und einfach das Gas aufmacht und überfährt. Ja, zweimal fünfter Platz, super Leistung. Und nächste Woche sehen wir dich in England, Matterley Basin. Da startet die MX 50. Ich habe mein Bestes gegeben, natürlich auch für Deutschland. Wir sehen uns dort. Top. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse doch einen Daumen nach oben oder einen Kommentar unter dem Video, eventuell auch mit deinen Fragen. Nicht vergessen, die Glocke zu abonnieren, da bist du immer up to date, wenn wir ein neues Video hochladen. Und hier habe ich dir einen Link hinterlassen mit einem neuen Video mit sehr, sehr interessanten Inhalt und Content.